Das können Sie vergessen. Ich lasse mich weder kaufen noch... Erpressen? Ein unschönes Wort, aber in diesem Fall trifft es zu. Schade, Sie geben so ein schönes Paar ab. Dann lassen Sie uns doch einfach in Ruhe. Ja, nichts lieber als das, aber Sie haben alles vermasselt. Bisschen mehr Dankbarkeit Ihrerseits und Sie hätten jetzt kein Problem. Der Überfall auf mich und dass Sie mich gerettet haben, das gehörte auch schon zu Ihrem falschen Spiel, habe ich recht? Doch nicht so blöd. Aber geben Sie es zu, von alleine sind Sie nicht drauf gekommen. Das, obwohl alle Sie gewarnt haben, Ihr Herzlein Sebastian, Arno Brandt. Vielleicht wollte ich nur das Gute in Ihnen sehen, um Hannes willen. Aber der Kleine hat eindeutig eine bessere Mutter verdient. Wagen Sie es nicht, meine Muttergefühle anzuzweifeln. Was haben Sie denn sonst noch auf Lager? Neben all den Verbrechen, von denen ich längst weiß. Davon erzähle ich Ihnen lieber nichts, sonst würden Ihre zarten Öhrchen schlackern. Und Sie wollen doch Ihre Objektivität bewahren, oder? Ich beziehe mein Wissen einzig und allein aus Hannes Akte. Und aus seinem Verhalten. Was wollen Sie von mir? Mehr als nur Umgangs- und Besuchsrecht. Ich bin zwar noch Anfängerin in meinem Beruf, aber eins ist sicher. Niemals. Sie werden es nicht mal in die zweite Gehaltsklasse schaffen, wenn Sie nicht das tun, was ich von Ihnen verlange. Verschaffen Sie mir das alleinige Sorgerecht für Hannes.